Was denkt man eigentlich in Polen über Deutschland? Polen ist eins der wichtigsten Nachbarländer von Deutschland. Janusz kommt aus Polen und wir sind heute hier in Warschau und möchten mal mit Polen darüber sprechen, wie die deutsch-polnischen Beziehungen so aussehen. Wir haben hier hinter uns eine ganze Bar voll mit Easy German Fans beim Easy German Meetup und wir sprechen jetzt mal mit denen. Los geht's! Mikołaj, woher kommst du? Ja, ich komme aus Warschau. Ich bin hier geboren, im Westen von der Stadt. Woher kommst du? Ich komme aus Westpolen, aus Zielona Góra. Ich komme aus Katowice. Ah, Katowice, schöne Stadt. Ja, das stimmt. Ich war in Kielce geboren, aber jetzt sei fast 7 Jahren oder so wohne ich in Warschau. Ich bin in Szczecin geboren, aber seit 7 Jahren wohne ich in Warschau. Woher kommst du? Also ich komme ursprünglich aus Polen. Hab aber 15 Jahre in Deutschland gelebt. Du hast 15 Jahre in Deutschland gelebt. Wie alt warst du da? Also ich war einen Monat alt, als ich nach Deutschland gezogen bin. Ah, okay. Ja. Dann bist du quasi muttersprachlich deutsch aufgewachsen. Zweisprachig, genau, polnisch und deutsch. Dann hast du bestimmt ganz besondere Einblicke in die deutsch-polnischen Beziehungen. Genau, ja, ein bisschen schon. Also meine Mutter ist Polin, mein Vater ist Deutscher. Ja, also ich konnte die zwei Kulturen ganz gut vergleichen. Und was denken Polen über Deutsche? Das hängt davon ab, wen man fragt. Also manche sind ja begeistert von Deutschland, so sehen Deutschland als Vorbild, so wirtschaftsmäßig, würde ich sagen. Aber es gibt ja viele, die, würde ich sagen, von den Ressentiments in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg oder so immer noch ein schlechtes Bild von Deutschland haben. Also unterschiedlich. Allgemein glaube ich, das Bild ist positiv. Ja. Also ich glaube, die Leute schätzen Deutschland für die Wirtschaft, unser wirtschaftlicher Erfolg. Aber auch, ja, ich glaube, die Polen denken, dass Deutsche sind zuverlässig als Leute, sehr ordentlich und ich glaube, das macht eine gute, wir schätzen das einfach. Ich würde sagen, dass die Meinung von den Polen über Deutschland ist sehr vielfältig, aber generell positiv. Ja. Es gibt also die Stereotypen, die da waren vielleicht in der Vergangenheit, sind schon weniger aktiv. Ich bin vor der Wende aufgewachsen, also ich erinnere mich sehr gut an diese Zeit. Und damals, in Polen, das war sehr schwierige Propaganda gegen Deutschland. Und ich und meine Kollegen in Schule, wir haben zum Beispiel eine Serie im Fernsehen gesehen über den Zweiten Weltkrieg. Und das war immer so, dass polnische Soldaten waren die Helden und die deutschen Soldaten waren immer böse. Speziell in meiner Generation, wir sind so stark geprägt mit diesen schwierigen, schrecklichen Zeiten. Das ist immer noch ein Problem. Man kann das bemerken in Politik. Also unsere nationalistischen Parteien nutzen diese Angst gegen Deutschland immer noch. Es kommt immer drauf an. Es gibt Polen, die die Deutschen sogar hassen, würde ich sagen. Aber es gibt auch Polen, die denken, dass diese Geschichte zwischen Deutschland und Polen einfach vergessen werden soll. Also generell. Ich weiß nicht, ob man das generell sagen kann. Ich glaube, der erste Eindruck könnte sein, vielleicht, dass, wie gesagt, sie sind ein bisschen ernst und ein bisschen zurückhaltend. Die Deutschen oder die Polen? Die Deutschen. Ja. Und vielleicht ein Unterschied ist, dass die Deutschen mögen es sehr an die Regeln zu halten. Ja. Und ich glaube, in Polen ist es leider nicht so. Mir gefällt das sehr an Deutschland. Ich habe es wirklich genießt, als ich in Deutschland gelebt habe, dass die Regeln sind da und wir halten sich einfach dran. Und das gefällt mir. Es gibt viele Personen, die, ich würde sagen, Deutschland idealisieren oder so. Also man denkt, dass
in Deutschland alles so gut funktioniert, alles so, so perfekt ist und so, so modern und das ist ein Wunderland. Und ja, aber dann man kommt nach Deutschland und man benutzt Deutsche Bahn oder so und es ist nicht alles ist so gut. Also ja, ich finde das ziemlich oft, wir haben ein bisschen, ja, unser Bild ist ein bisschen falsch. Ja, okay. Ich glaube. Manchmal zu gut, manchmal zu schlecht. Ja, ja, genau, genau. Was würdest du denn sagen, wie sind denn die deutsch-polnischen Beziehungen? Und was denken vor allem Polen über Deutschland? Also es gibt ganz viele Stereotype, die falsch sind, ja. In Polen, naja. Aber ich versuche, all diese Stereotype zu überwinden, jeden Tag eigentlich. Und naja, also zum Beispiel, es herrscht die Meinung, dass die Deutschen ganz ordentlich pünktlich sind. Also, stimmt gar nicht. Naja. aber die deutsch-polnischen Beziehungen sind im Laufe der Zeit immer besser, werden immer besser. Du hast gesagt, dass du an der Grenze aufgewachsen bist. Wie ist denn dort das Zusammenleben? Fährt man ständig hin und her zwischen Deutschland und Polen oder ist das distanziert? Also insbesondere in der Partnerstädte, also Slubice, Frankfurt-Oder, in Görlitz-Koszalin, das sind fast so eine Stadt, die an beiden Seiten der Grenze liegt. Und dort tauschen sich die Leute ständig aus. Viele Pole arbeiten ja in Deutschland. Ich kenne ja viele Personen. Zielona Góra, meine Heimatstadt, ist ja 100 Kilometer von Berlin entfernt, aber viele, viele Menschen, die ich kenne, pendeln jeden Tag nach Berlin. Also die Austausch ist ja groß. Ich finde, solche persönlichen Treffen wie hier sind immer wieder eine super Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. Es ist eine tolle Gelegenheit für mich, euch kennenzulernen, aber natürlich auch für euch, uns kennenzulernen und Deutsch zu üben. Und wenn ihr auch Lust habt auf so einen Austausch, dann könnt ihr entweder mal zu einem Easy German Meetup kommen. Sowas veranstalten wir ungefähr einmal im Monat. Den Link poste ich mal hier unten. Oder ihr könnt auch ein Easy German Mitglied werden. Da könnt ihr nämlich einfach Teil von unserer Community werden, egal wo ihr seid auf der Welt. Wir haben zum Beispiel eine Discord-Gruppe, in der ihr mit uns chatten könnt. Ihr könnt auch Übungen machen zu all unseren Videos. Und im höchsten Level in der Conversation-Mitgliedschaft könnt ihr sogar jeden Tag Deutsch sprechen üben. Das ist eine tolle Gelegenheit, so wie hier, einfach auf Deutsch quatschen und dann Schritt für Schritt das Deutsch verbessern. Wir verlinken mal unsere Mitgliedschaft hier oben und ich freue mich ganz persönlich auf den Austausch mit euch. Welche Erfahrungen hast du als Polin in Deutschland gemacht? Ich habe eigentlich entdeckt, dass die Polen und die Deutschen ganz ähnlich sind, finde ich. Ja. Also ich glaube, die beiden Nationen sind nicht so offen, zumindest am Anfang. Wir brauchen ein bisschen Zeit, um uns zu einer anderen Person einzuwerben. Ja. Und aber dann, wenn wir schon uns entschieden haben, dass ja, ich will ein Freunde mit dieser Person werden, dann ja, dann ist es so. Und ich glaube, diese Beziehungen sind immer sehr tief und nicht so oberflächlich, sondern richtige Freundschaften und das gefällt mir sehr. Meine Erfahrung ist positiv. Also ich mag Berlin als Stadt und ich fühle mich dort sehr, sehr gut. Die Deutschen waren immer freundlich zu mir. So, immer wo ich war in Frankfurt oder Berlin, alte, junge Leute, alle waren immer freundlich und cool. So, ich muss sagen, ich war schon zweimal in Deutschland und Deutsche sind manchmal unhöflich. Das ist ehrlich gesagt das größte
Überraschung meines Lebens. Das, ja, das habe ich selbst, ganz selbst entdeckt, dass Deutschland ist ganz anderes Land, das ich habe in diesen bösen Filmen gesehen. Und jetzt, ich einfach liebe Deutschland. Echt. Das, ich fühle mich wie zu Hause. Ich reise sehr viel mit dem Rad, mit meiner Frau, mit wir zelten in verschiedenen Orten. Ja, und überall, Leute sind sehr freundlich. Welche Erfahrungen hast du denn gemacht, als du als Deutscher in Polen gelebt hast? Sind die Leute dir immer freundlich begegnet? Hast du Freunde gefunden? Ja, total. Ich habe auch in einer WG gelebt mit Deutschen und Polen. Da haben wir sehr viel übereinander gelernt. Wenn zum Beispiel die Waschmaschine kaputt war, haben wir Deutschen alle die Hand über den Kopf zusammengeschlagen. Was machen wir jetzt? Und unser polnischer Mitbewohner hat die direkt repariert. Da waren wir sehr beeindruckt. Ja. Solche Sachen. Und da haben wir uns gut angefreundet. Was würdest du dir wünschen? Was könnte man denn in den deutsch-polnischen Beziehungen noch verbessern? Was denkst du? Eieiei, das ist eine schwierige Frage. Ich wünsche mir eigentlich mehr Zusammenarbeit jetzt nach dem Regierungswechsel. Es war eine schwierige Zeit mit der PiS-Regierung, aber jetzt einfach mehr Zusammenarbeit im Rahmen der EU oder des Weimarer Dreiecks. Ich wünsche mir auch die Abschaffung von den Kontrollen an der Grenze. Es ist richtig, richtig schwierig, heutzutage nach Deutschland zu reisen. Und was würdest du dir wünschen? Was könnte sich verbessern in den deutsch-polnischen Beziehungen? Also die Polen könnten irgendwie offener werden, also wenn es um die Deutschen geht. Ne? Also es herrscht immer noch dieser geschichtliche Hintergrund. Also es zieht sich hinterher, leider. Das muss man sagen. Aber ist ja auch irgendwie verständlich, oder? Ich denke mal, so schnell kann man das ja auch nicht abschaffen, was da passiert ist oder vergessen. Das stimmt. Aber die Zeit läuft, ne? Und die neuen Generationen scheinen das zu verstehen, also immer besser zu verstehen, dass das schon mal die Geschichte ist. Und wir müssen eher die Schlussfolgerungen ziehen und nicht einfach mit dieser Geschichte leben. Ich glaube, wir sehen das schon seit ein paar Wochen, dass diese politische Zusammenarbeit hat sich gestärkt. Ich glaube, das ist gut, genau jetzt in der schwierigen Situation in Europa. Und ich würde gerne mehr davon sehen in der Zukunft, dass unsere Länder ja, sich zusammenhalten. Ich wünsche mir, dass es weniger Vorurteile gibt zwischen unseren Gesellschaften. Also ich glaube, dass unsere Geschichte, die wir haben, sehr wichtig ist. Aber ich glaube, manchmal das kann limitieren unsere Zusammenarbeit. Und was würdest du dir denn jetzt wünschen, was wir gemeinsam lernen und wie wir zusammen besser zusammenarbeiten können in der Zukunft? Ich würde mir wünschen, dass die beiden Völker jetzt die Gelegenheit nutzen, dass die politische Situation im Moment sehr gut ist und daran arbeiten und daran glauben, dass wir die Besten, dass wir das sind, was wir eigentlich jetzt schon sind. Das heißt, die besten Nachbarn, das sind wir. Und wir haben allen Grund, um uns zu freuen und sagen, hey, es läuft gut, weiter so. Danke, das war ein sehr schönes Schlusswort und damit verabschieden wir uns ins Studio. Jetzt wollen wir von euch wissen, was denkt man denn in eurem Land über Deutschland? Das interessiert uns brennend. Schreibt uns bitte einen Kommentar hier unter dem Video und vielleicht sehen wir euch ja beim nächsten Easy German Meetup. Wir verlinken unten nochmal unsere Website, da könnt ihr ein Mitglied werden und ihr könnt sehen, wann wir unsere nächsten Events machen. Tschüss, liebe Leute. Ciao.